Oh, der ist ja niedlich. Oh, jetzt habe ich seine Nase abgeschossen. Also den Bohrer, den kann ich mir ja mal hinten dran machen. Das ist so cool. Ich feiere das hier total. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play, beziehungsweise angespielt, ich weiß es noch nicht so genau, zu TerraTech. Ist ein Spiel, befindet sich momentan noch in der Beta, ich glaube im Januar geht dann auf Steam Early Access davon los. Und ich hatte gestern ein bisschen rumgeguckt auf Steam und ein bisschen nach Spielen geschaut, die jetzt irgendwie noch bald rauskommen etc. und bin dabei auf diesen Titel gestoßen und hatte daraufhin mal die Entwickler angeschrieben, ob sie mir einen Key geben könnten, damit ich euch das zeigen kann. Und ich habe jetzt eine halbe Stunde schon für mich gespielt, um zu sehen, ob es was taugt und so. Und ich komme nicht drum herum, euch das zu zeigen, weil also ich hatte die erste halbe Stunde wirklich meinen Spaß gehabt. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen von euch auch ganz gut gefällt. Also legt mal einfach mal los, ich werde ein bisschen was dazu erklären. Wie gesagt, ich weise mal darauf hin, das Spiel befindet sich noch mitten in der Beta. Und Early Access geht erst im Januar auf Steam los. Aber was jetzt schon da ist, ist schon sehr, sehr nice. Ich lege einfach mal los jetzt hier und zeige euch das einfach mal. So. Okay, ich kann da schon mal vorweg sagen, wenn ihr dann Lust habt auf mehr und so, dann bitte ans Däumchen denken und so, aber das wisst ihr mittlerweile. Also, man hat das schon eben auch hier im Intro-Bild gesehen, im Menü, ne, da waren irgendwelche Roboter, die gegeneinander gekämpft haben und schlussendlich ist das jetzt unser Ziel, einen riesengroßen Roboter aufzubauen. Das Spiel hat da ganz, ganz kleine, viele Raffinessen und Feinheiten, auch ein cooles Crafting-System, zumindest soweit, wie ich es jetzt durchschaut habe und das wollte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Das ist jetzt hier sozusagen unser, ja, ich sag mal einfach mal Torso von dem Roboter, das Wichtigste sozusagen und ich kann jetzt das Ding jetzt hier noch dranhängen. Dann kriege ich jetzt hier noch ein paar Räder zur Verfügung gestellt. Wir fangen halt wirklich ganz klein an. Und ich könnte die aber jetzt auch überall, ich könnte glaube ich sogar hier hinten kann ich, jetzt noch nicht, aber später geht es dann auf jeden Fall, kann ich dann, also ich kann überall dann die Teile ransetzen, wie ich Lust habe sozusagen. Das ist jetzt hier erstmal noch Einführung. Hier kriegt man noch unsere Kanone. Die haue ich mal hier oben drauf. Achso, und das Ding, wo ich immer noch nicht weiß, wie ich das nennen soll. Ich nenne es jetzt einfach mal immer Schippe. Ja, Schippe oder, ja, keine Ahnung, ich sage einfach mal Schippe dazu. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Können wir mal schreiben? Schaufel vielleicht? Ich weiß es nicht. So, jetzt drücke ich B. Und jetzt sind wir sozusagen frei, im freien Modus hier unterwegs und können das Ding auch steuern. Ich kann auch schießen. Ja. Und die Sounds, die sind jetzt natürlich noch so ein bisschen, noch nicht so ausgereift. Also da fehlen noch viele Sounds und so. Da muss ich mal gucken, vielleicht muss ich dann selber nachimitieren oder so. Und das war jetzt unser erster Gegner gewesen. Aber jetzt nicht abschrecken lassen, da gibt es noch viel, viel, viel mehr in dem Spiel. Aber das schön Witzige ist halt, von allen Gegnern, die man tötet, kann man jetzt die Einzelteile benutzen, um sich selber weiter auszubauen. Ne? Also ich kann das jetzt zum Beispiel jetzt hier auch oben hin machen. Ey, das mache ich sogar mal. Da kann ich jetzt die Kanone sogar... Ich kann die auch... Ach cool, das wusste ich noch gar nicht. Ich kann die sogar dann hier an die Seite so machen. Das ist natürlich richtig nice. Ja, die Räder, die haue ich erstmal hier hinten drauf. Die braucht man nicht. Das Schöne ist, das Spiel hat, soweit ich es jetzt gesehen habe, auch eine ganz coole Physik. Wenn ich jetzt hier unten ein Rad hinmache, dann läuft das nicht mehr ganz so gut mit dem Fahren. Man sieht das, wenn ich gerade ausfahre. Das funktioniert nicht mehr so gut. Also ich mache das an den Reifen einfach mal hier oben hin, weil wir brauchen ja noch ein paar Teile. Wow! Okay, ich habe jetzt hier ein bisschen Übergewicht, lass das Rad jetzt einfach mal hier, wir finden da noch genug Teile. So gut, den Roboter haben wir zerstört, wir müssen jetzt erstmal den Pfeil... Wow, 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 Alter! Okay, ich muss hier wirklich ein bisschen aufpassen, das Gewicht ist scheiße. Moment, ich mach mal hier hin, ist das besser? Ich glaube, ein bisschen besser ist es jetzt, ne? So, wir folgen jetzt mal dem blauen Pfeil. Alter, wisst ihr was, ich mach das doch mal lieber hier hinten hin. Jo, jetzt habe ich aber den Reifen... Ach nee, egal, scheiß drauf, ich mach's jetzt hier oben hin. Müssen wir dann nochmal gucken, dass wir das Gewicht dann wieder anders hinbekommen. Erstmal muss ich den Gegner hier wegballern. Oh nein, der hat, wow, 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 wow. Scheiße! Kriege ich den jetzt irgendwie umgedreht? Ah, okay, mit B. Wenn ich B drücke, dann alles klar. Okay, oh, fuck. Oh, das gibt's doch gar nicht. Okay, Moment, ich muss das... Okay, ich habe verloren. So Leute, machen wir weiter an dieser Stelle. Ich habe den jetzt mal ein bisschen anders gebaut, sodass wir nicht ständig nach hinten kippen. Und hier sind wir jetzt an unserem Lager angekommen. Ich werde jetzt erstmal noch weiter dem Tut folgen, also kriegt man schon mal einen ersten Eindruck, was man alles machen kann. Aber währenddessen halt auch immer weiter erzählen und erklären, weil man kann hier wirklich noch super, 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 super viele Sachen machen. Ich kann das euch auch schon mal zeigen. Allein das hier sind die ganzen Bestandteile, die man hier herstellen kann für seinen Roboter. Ich scroll einfach mal durch, ne? Also das ist unfassbar viel auf jeden Fall. Das sind ja die ganzen Ressourcen, die es gibt. Hier rechts. Ja. Warte mal. Ne, hier sind alle Ressourcen, die es gibt. Das sind nämlich noch einige mehr. Ne, das ist gut. Das sind dann alle Bestandteile, die man noch weiterverarbeiten kann. Sind halt hier auch noch mit drin. So, auf jeden Fall sollen wir jetzt erstmal ein bisschen Holz sammeln, damit wir unser Schild, also das Holz war dann in Biotreibstoff umgewandelt. Und dadurch entsteht dann hier so ein Schutzschild. Ne?
Und ja, ich zeige euch das einfach gleich mal. Ja, und schlussendlich ist es natürlich das Ziel, den Roboter irgendwie groß zu bekommen, die Welt zu erkunden und immer weiter Sachen herzustellen und sich vor allem auch verteidigen zu können. Und das würde ich jetzt einfach mal gerne so lange probieren, wie ich jetzt hier denke, dass es mir Spaß macht. Okay, ich hoffe, dass es ein paar Leute gibt, die das ganz witzig finden, weil ich mag das Spiel bisher sehr gerne. Ich hatte jetzt schon, also gerade wo ich vorhin angespielt hatte, hatte ich sehr viel Freude an der Sache. So, ich muss nur diesen Holzblock jetzt, das ist nämlich jetzt noch ziemlich schwierig. Den muss ich jetzt zu meinem Lager bringen. Wir können dann aber gleich Teile herstellen, womit das dann leichter geht. Wir kriegen dann wie so eine Art Magnet, wo dann die ganzen Blöcke automatisch angezogen werden. So, das ist jetzt hier ein Holzblock. Der wird jetzt umgewandelt in Biotreibstoff. Ich nimm. Der müsste jetzt genau, kommt jetzt hier so ein Tropfen raus und dieser Tropfen geht jetzt hier rein. Ich nimm. Ich muss ja die Sounds nachmachen und dadurch entsteht so ein Schutzschild. Und natürlich brauchen wir noch ein bisschen mehr Biotreibstoff, weil das ist ein bisschen wenig, das Schutzschild. Das ist ein bisschen klein. So, damit aber jetzt erstmal so ein bisschen die Basics erklärt werden. Das ist nämlich momentan automatisch eingestellt. Ich zeige euch das mal eben. Das ist sozusagen das Fenster, die Raffinerie, wo wir aus normalen Basisressourcen die weiterverarbeiten können. Und hier ist das eingestellt schon automatisch wegen dem Tut, dass aus diesen Holzblöcken Biotreibstoff wird. So, das können wir auch erstmal so lassen, weil das in Ordnung ist. So, jetzt geht es darum, ein bisschen Geld zu bekommen. Dann machen wir das erstmal. Ich glaube, nee, Kohle brauche ich dafür, wenn ich mich nicht ganz täusche. Zumindest wollen die, dass ich Kohle abbaue. Das ist so. Okay, dann müssen wir jetzt wieder einen Block, müssen wir jetzt wieder in unser Lager reinbekommen. Oder ist da jetzt schon einer hingesprungen? Nee, leider noch nicht. Moment. Wie gesagt, jetzt ist es noch ein bisschen umständlich, aber gleich können wir unseren Roboter aufrüsten, dass ich dann die einfach anziehen kann, wie so ein Magnet, diese ganzen Blöcke und so weiter. Moment, das ist jetzt noch gerade ein bisschen schwer zu handeln. So. Och Mann, jetzt kommt nochmal. Es ist auch nicht ganz so leicht zu steuern. Und ich stelle mir das halt super witzig im Multiplayer vor, Leute. Ja, also da, weil man ja die Roboter auch super spezialisieren kann, man könnte einen übelsten Kampfroboter machen. Der andere macht einen, weiß ich nicht, einen Abbauroboter, der andere macht einen Sammelroboter oder so. Das stelle ich mir super witzig vor. So, nee, wir wollen verkaufen. Kohle, Kohle, Kohle. Hier haben wir Kohle. So. Jetzt wird das vertickt. Genau, und hier links oben sieht man dann, ich weiß leider nicht, für was das steht hier, das BB. Ich nenne es einfach mal BB, dann passt das schon. Die Kohle können wir auch gleich noch verticken eigentlich. Moment. Dim, dim, dim. Wird die jetzt hier auch noch angezogen. So hätten wir. So, und jetzt sollen wir noch Alamantia und Emerald sollen wir jetzt noch sammeln. Alamantia habe ich keine Ahnung, was das heißt übersetzt. Ich habe extra ein Dictionary nachgeschaut und finde es nicht. Emerald heißt Maragd, das weiß ich. Aber Alamantia, ich dachte das Aluminium. Aluminium heißt ja auch. Auf Englisch Aluminium, oder? Also wenn ihr wisst, was Alamantia heißt, könnt ihr es mir ja mal schreiben. Ich weiß es nicht. Ich nenne es einfach mal Ala oder so, keine Ahnung. So, okay, das machen wir mal ganz schnell. Dim, dim, dim. Und dann können wir nämlich gleich die ersten Teile für unseren Roboter herstellen. Da hinten ist irgendwo ein Gegner, glaube ich, oder? Wahrscheinlich der mich vorhin besiegt hat. Aber das lag ja wirklich nur daran, weil ich den Scheiße gebaut habe und immer umgekippt bin. So, das hätten wir. Und jetzt brauchen wir noch Emerald. So, und da wird nämlich jetzt erstmal erklärt, wie das funktioniert mit der Weiterverarbeitung und mit dem Herstellen von Komponenten. So. Ist auch schön, wie ich immer nach hinten schieße, ne? So, okay. Und jetzt können wir endlich, Achtung, jetzt können wir endlich was herstellen, dass ich kein Problem mehr habe, die Rohstoffe einzusammeln. Und zwar müssen wir das erstmal weiterverarbeiten. Einmal in so einen, ja, in so einen Block und dann noch in so einen Kristall. Hier dieses Smaragde. Also bam, bam. Ich werde gleich mal hier dieses Refresh-Ding aktivieren. Das bedeutet, immer wenn wir sowas abliefern, wird das automatisch weiterverarbeitet direkt. Ne? Was ja hier auch schon eingestellt war mit dem Holz. So, man sieht das jetzt hier, jetzt haben wir diese Teile sind draus geworden. Und daraus kann ich jetzt, was soll ich jetzt besser gesagt, dieses Simple Tractor Pad machen. Und das ist dazu da, das kann bis zu 5 Ressourcen, kann das halt transportieren sozusagen. Ja, das ist das, was ich erzählt habe mit dem Magnet. So, ich habe erstmal das Rezept gekauft und jetzt bitte herstellen. So, hätten wir. Und da kommt es auch schon raus, jetzt kann man das hier irgendwo dran bauen. Und jetzt zeige ich euch das mal, jetzt ist es nämlich sehr viel cooler auf einmal. Achtung, böhm. Böhm, jetzt werden die Dinger hier alle angezogen, genau. So, und ich würde jetzt erstmal probieren, ganz viele von diesen Sammelteilen zu herzustellen, dass wir erstmal einen kleinen Sammelroboter haben und erstmal ja, Ressourcen sammeln können und uns weiter ausbauen können, unseren Roboter. Und im Anschluss würde ich den ein bisschen ausrüsten mit Waffen und dann würde ich mal auf Erkundungstour gehen. Weil hier hinten zum Beispiel sieht man ja, sind auch solche komischen blauen Schleier oder so.
Das könnte sein, dass die für ein anderes Lager stehen, oder? Guck mal, da ist ein gegnerischer. Also wollte ich dann gerne mal auf Erkundungstour dann gehen. Oh, der ist ja niedlich. Oh, jetzt habe ich seine Nase abgeschossen. Das ist ein Bohrer, glaube ich, oder? Das müsste ein Bohrer sein. Na komm. Oh, ein bisschen tut mir das jetzt ja leid. Aber den Bohrer, den kann ich mir ja mal hinten dran machen. Das ist so cool. Ich feiere das Spiel total. Ich finde es großartig. So, aber wisst ihr was, Leute? Ich bin mal jetzt so frei. Ich mache jetzt erstmal an dieser Stelle Schluss, ne? Da könnt ihr mir erstmal schreiben, was ihr davon so haltet. Könnt mir erstmal Feedback geben und so. Und denkt bitte auch an den Daumen, wenn ihr wollt, dass ich noch ein bisschen was dazu mache. Ich werde auf jeden Fall noch ein, zwei Folgen jetzt aufnehmen, weil ich Lust habe. Aber ich würde mich trotzdem über einen Daumen freuen. Alles klar, Leute. Ja, würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge auch dabei seid. Und dann werden wir den Roboter dann schön ausbauen und auf Erkundungstour gehen. Also ich, man merkt das wahrscheinlich. Ich habe gerade echt meine Freude mit dem Spiel. Also, bis zum nächsten Mal dann. Tschüssi.